Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gameplay zu GTA Online mit dem Kev. Hallo. Hi. Hi. Wegen hast du aus. Ja. Sehr, weil sonst werden wir das finden. Wir verstecken uns mit dem kleinen Modellauto. Erze Bandito. Erze Bandito, genau, danke. Und der Sucher muss uns also finden. Das Gebiet ist von hier und also die Unterführung nicht unter der Autobahn, von hier bis hier mit dem Casino, mit dem Stripclub und bis hier unten auch die Straße, so ein Dreieck. Und wenn es allzu lange dauert, natürlich mit Tipps, genau. Also wir werden, denke ich mal, eine Runde schaffen pro Video. Wenn jetzt nicht allzu oft machen hintereinander, aber immer wieder ein bisschen. Und deshalb, ja, denke ich, wird schon gut klappen, wenn es ja nicht so lange dauert, nicht so langweilig wird und so weiter. Sich verstecken, ich stehe ja, ja, ich bin gerade so ein bisschen am gut umschauen oder eher weniger gut. Mal schauen. Ich habe, glaube ich, schon ein Versteck. Mal schauen. Ups, ich will jetzt auch nicht ein böses Versteck machen. Nein, nicht zu weit. Jetzt dachte ich, das ist weiter weg. Sonst wieder anders versteckt, weil die Steuerung ist extrem sensibel auf der Tastatur. Okay, ich bin versteckt. Okay. Ich komme. Ich hole deine Party, ne? Mhm. So. Mal schauen, wie gut du bist. Wir haben das öfters gemacht. Das ist eines der spannendsten Spiele, die man so offen machen kann. Also es gibt sicher noch spannende, wie zum Beispiel Stuntrennen oder Deathmatch oder so. Aber so im freien Modus ohne Probleme, das ist einfach mega cool. Weil es macht sehr, es tut dich sehr motivieren, zuzuschauen, ja, jetzt könnte er mich finden, könnte er mich nicht finden und so weiter. Du machst es schon mal gut, dass du wirklich mal schon ein Gebiet jetzt weißt, dass du echt das suchst. Wenn du wahrscheinlich nicht suchst, wirst du wahrscheinlich nicht so mich finden. Was hast du gesagt gerade? Ich hab nicht ganz. Du musst mich halt schon ein bisschen suchen, damit du mich findest. Als gute ja, Tipps. Ich bin auch am Suchen, nur ich bin halt genau am Schauen, weil es gibt hier Lücken und so. Ja. Und ich werde relativ schnell die Grenze auch ein bisschen eingrenzen, weil nicht, dass jetzt ja wirklich lange irgendwo an einem Ort suchst und mich überhaupt nicht findest, weil ich im kompletten anderen Ort bist oder so. Und damit das Video auch nicht allzu lange sein muss. Weil noch werden meine Videos leider nicht so motiviert geschaut. Das ist einfach so, wenn man längere Pause hat oder neu beginnt bei YouTube.
man hat so viele Videos auf YouTube, man schaut halt nicht immer alle Videos ganz. Also ich bin einer, der wirklich die Videos eigentlich ziemlich ganz schaut, außer wenn es mal wirklich langweilig wird, ein bisschen überspringt für eine Minute oder so. Und ja, zum Zuschauen ist eigentlich Verstecken entweder interessant oder langweilig. Und ich kann jetzt wirklich nichts machen. Ich muss hier am Versteck sein. Und schneiden kann ich leider auch nicht. Da muss ich unbedingt jemand haben, der mich irgendwie da ein bisschen hilft. Ich möchte es gerne kostenlos können, aber scheinbar gibt es das einfach nicht mehr. Jeder muss natürlich sehr viel Geld verdienen für das kleine Zeugs, die er macht, zum Beispiel eben ein Schneideprogramm oder so. Oder ja, sie machen so viel rein, dass sie über 1000 Euro kosten. Wer kauft für 1000 Euro ein Schneideprogramm? Also ich meine da diese von Sony da, Movie Maker, nein nicht Movie Maker, der andere. Da bin ich erschrocken, weil wer kann das kaufen? Das können nur Leute kaufen, die extrem viel Geld verdienen mit YouTube. Das ist ja so. Ich habe gehört, Domtendo ist Let's Player des Jahres geworden. Aber er ist eigentlich der einzige richtige große Let's Player noch. Alle anderen machen irgendwelche Videos wie zum Beispiel: Das könnt ihr nicht erwarten. Wir verstecken uns und so Sachen. Ist klar, dass ich nicht so beliebt bin, weil ich das eben nicht mache. Aber dass es einfach so beliebt macht, dass man ja einfach so den anderen davon denkt, dass man ein kleines Raubein, also ein kleines Schweinchen ist, also nur auf Zuschauerzahlen geht und die Zuschauer dann so nervt mit Videos, also mit Werbung oder mit einfach Videos ohne Grund. Also du verstehst dann nie, wieso tut er jetzt zum Beispiel komische Stunts machen, wo er immer wieder stirbt oder so und dann so einen Titel macht, der richtig Clickbait ist. Also jetzt wirklich nicht so interessant, also schon, aber. Eher random. Und deshalb schaue ich die Videos auch gar nicht, wo eigentlich einen falschen Titel hat, nur zum Aufrufe generieren. Also bei mir werdet ihr Titel haben, wie zum Beispiel jetzt machen wir Verstecken an dem Ort oder so. Das ist ja auch der. Das, was eigentlich ein Video ist oder beinhaltet. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, mega cooles Versteck, das Kev einfach nicht findet, dann lüge ich ja eigentlich, oder? Also ich möchte ja eigentlich auch, dass Kev mich noch finden kann. Ja, das ist wahrscheinlich gut. Gibt's gute Verstecke, wo du jetzt bist? Ja, ich bin halt hier runtergefahren, die Hauptstraße da halt entlang. Ah, die Straße, okay. Die Hab dicke ich schon viele Straße. Fragen. Bei mir hat gerade jemand irgendwas geredet, das nicht gerade so jugendfreundlich ist. Keine Ahnung. Ja, das ist das Ganggebiet, wahrscheinlich haben die ein bisschen gestresst. Oh, ich habe Lust auf Speck. Ja, wenn man liest Beacon, dann hat man Lust auf Speck. Das Beacon der Beacons. Extra groß Werbung. Ich wette, du brauchst keinen Tipp in der nächsten Zeit. Ne.
Du machst das so gut, du suchst jetzt genau das Parkhaus. Da habe ich nämlich ganz lange nach einer Statue gesucht und sie war, wo war sie? Hier drüben in einem Klohaus, also in einem weißen Haus mit zwei Klicke-Klo. Brunnen, also Waschding, und auf der Seite sind die Klohäuschen. Das ist nicht ein Dixi-Klo, sondern einfach ein kleines Häuschen nur für das Klo. Hi. Ja, ich wusste es, du findest mich. Ich wusste es. Du warst jetzt die ganze Zeit hier. Super. Ja, dann denke ich, machen wir noch ich am Suchen. Passt wahrscheinlich noch ins Video. Ich werde mich hier verstecken, okay? Ja, willst du dich nicht transformieren? Ja, aber Ich ich glaube, würde das jetzt geht noch hier. kurz schauen, ob man sie gut dort warten. Ja, eben, es ist nicht ein Verstecken, es ist eher ein guter Warteort. Hier. Ja. Ich habe die Frau fast über die Mauer geschüpft. Jetzt vorne Geschlagen. Schilder und sofort überfahren, das wäre. Das passiert einfach zu oft. So. Ich verkrieche mich mal kurz hier. Aber das war super. Also ich hätte jetzt gedacht, du würdest jetzt nicht so schnell drauf kommen, dass man dort aufs Haus kommt von der Ding. Vom Parkhaus. Ja, das war super. Hast mich Ja, vor gut allem du gefunden. hattest ja mega Glück, dass ich erst in die andere Richtung, also Richtung Tankstelle, Stripclub gegangen bin. Jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, wo du hinkriegen könntest. Ich werde dich natürlich auch so schnell finden können. Aber ja, eventuell brauche ich ganz viele Tipps. Ist einfach so. Wenn man erwartet, man ist gut, dann ist man doch nicht so gut. Das ist einfach das Coole am Verstecken. In den Games kann man das immer noch machen. Im Real Life, da würde man wahrscheinlich ein bisschen komisch angeschaut werden, wenn man irgendwo versteckt ist, oder man wird gleich mit der Polizei konfrontiert oder so. Weil ich hatte ja noch nicht mal eben das ganze Gebiet abgefahren, oder? Genau, du hast eigentlich nur Das den Dreieck. Norden gemacht, ja. Ich habe das Dreieck halbiert nochmal. Aber ich denke, das Gebiet ist jetzt noch nicht so aufgeklärt. Wir haben jetzt extra ein Gebiet genommen, das jetzt nicht zu einem Typ ist, also zum Beispiel Flughafen, Hafen oder man chilliert oder so. Random. Einfach genau rennen. Weil ich. Muss ich dir gleich zeigen. Ich habe einen Fehler gefunden. Ja, cool. Also jetzt habe ich leider, bin ich jetzt schon im zweiten Video für morgen, also für euch heute natürlich, die Zuschauer. Und ja, heute hat einer gepostet, dass er gerne mir helfen möchte beim Starten und Sammeln. Ist leider nicht gegangen und dann musste ich essen und dann habe ich mir gedacht, wir machen eher random Videos heute. Natürlich kommen dann auch wieder spannendere Videos. Ohne Probleme. Immer wieder in die Kommentare schauen, schreiben, wenn ihr irgendwas Idee habt oder gerne etwas sehen möchtet. Vielleicht auch Missionen mal machen und so weiter. Und ich begrabe meine Hand in der Wand. Sehr schön. Das klingt doch mal nach einer Idee. Na, dann ist Ja. halt auch am Arsch. Also ich hoffe, dass morgen ein paar mehr Leute mitspielen können. Also zu viert oder fünft oder noch mehr macht Verstecken dann auch wieder ein Stück mehr Spaß. Und ist jetzt auch nicht. Also ich habe so das Gefühl, manche Leute haben halt ein bisschen Respekt vom Videomachen. Es wird echt nicht so viel erwarten von euch oder so, aber es ist wirklich, ich will kaum etwas erwarten und deshalb ist sicher toll. Einfach keine Scheu zeigen. Wir sind eine Community und tun online halt einfach machen, was wir auch Mann, ey. ohne Video machen würden. Es wird niemand gehänselt oder irgendwie gesagt, du würdest nur Scheiße machen oder so. Also es kann das Schlimmste passieren, es ist mir eigentlich nicht so egal, es macht das Video eigentlich
auch ein bisschen spannender. Einfach wenn es nervt, dass wenn ihr mich immer wieder tötet, dann kann es halt sein, dass wir dann die Sitzung wechseln und nur die einladen, die halt nicht nerven. Sago, ich muss nochmal respawnen, ich Ja, kein das Problem. Bug. Ich hab wieder das, die Reifen so durch, Ah, also ja. den Wagen zum Buggen bringen. Ja, kein Problem. Und ja, jetzt habe ich nur ein 18-Minuten-Video gemacht, weil das Spiel abgestürzt ist im letzten Part. Deshalb kann der Part auch ein bisschen länger wieder werden. Und dann haben wir ja schon Folgen, wenn jetzt wirklich viele Leute kommen. Dass sie auch viele Videos haben zum Anschauen. Das Thema Gameplay, Roleplay. Halt Roleplay beginnt dann halt erst, wenn jetzt wirklich ein paar sind und es sich auch optisch lohnt. Eventuell machen wir etwas mit Gangs, dass wir zum Beispiel die Groove Street sind. Und dann werden wir den Krieg machen mit den Ballast, die einfach NPCs sind. Oder später, wenn wir noch mehr sind, können wir da auch Deathmatches machen. Team Deathmatch, Capture the Flag oder sonst irgendwas. Ich habe sehr viele Ideen. Aber ich bin auch ein bisschen abhängig von euch, also ihr dürft gerne wirklich gute Themen einbringen. Es gibt so viel zu tun, ich freue mich. Das ist ein super Video, wo wir wieder etwas ja, zum Thema, was machen wir und so, verwenden können, oder? Wir sind nicht so abgelenkt, deshalb können wir ein bisschen sprechen darüber. Ja, jetzt ist momentan. Die neuesten Videos sind jetzt nicht ganz mehr so gut gestartet, aber dennoch, ich freue mich immer, auch wenn es nur 10 Aufrufe sind und ein Like ist. Ich freue mich über alles, auch über Dislikes freue ich mich übrigens, weil das ist auch genauso Werbung ist wie ein Like. Und ich kann ja auch verstehen, dass die Videos nicht so gut ankommen. Also, es kann auch mal passieren, dass es halt mehr Dislikes gibt als Likes. Das ist nicht schlimm. Weil ich ja auch nicht qualitativ sein kann jetzt momentan. Aber ich freue mich immer über ein Like natürlich. Umso mehr. Und erwarte natürlich auch nicht von euch, dass ihr unbedingt müsst liken oder so. Ich werde euch niemals Druck machen. Und deshalb tue ich auch keine Werbung machen. Also keine Monetarisierung, genau, das ist das Wort, das in Schweizerdeutsch so schwer ist, auszusprechen. Oder halt Werbung ins Video reinschneiden oder so. Das möchte ich nicht, kann ich nicht und ist völlig beschissen. Du einfach mal 3-4 Minuten zuerst Werbung hast und dann beginnt erst das Video, dann verpasst du noch irgendwas. Das ist für mich, das geht einfach gar nicht und das machen viele GTA Online YouTuber. Deshalb habe ich die auch noch nie geschaut. Das sind so meine Gründe, wieso ich manchmal auch nicht so viele Videos schaue über ein Game, das ich liebe. Eher über Games, die ich zwar liebe, also gerne habe, aber ich sie nicht kaufen kann, weil sie auf einer anderen Konsole ist. Oder halt einfach hardware-technisch nicht geht oder so. Ich würde ja gerne Borderlands zeigen, Borderlands 3. Aber ja, wenn ich das kaufe, dann ja, es ist momentan noch nicht gerade so flüssig. Es haben auch gute Patches noch Probleme, das flüssig zu machen. Da müssen noch ein paar Patches ausgehauen werden. Und ich bin ja auch nicht so gerne ein Loot-Shooter, also ein Shooter allgemein, Spieler. Eher ein GTA, wo es als ja, gelungene Abwechslung hat. Na, schön am Konzentrieren. Ja. Wenn ich jetzt noch anfange zu labern, dann laufe ich die Gefahr, was zu verraten. Also wenn ihr Ideen habt für etwas Ähnliches oder einfach so kleine Spielchen, wie zum Beispiel ein Quiz oder ein Orte finden oder ein Fangen und so weiter, dann dürft ihr das gerne posten, ein bisschen zeigen, ja, ich fände das cool und für alle, die natürlich ein solches Kommentar sehen, dürft ihr gerne das Kommentar auch liken, damit es nach oben gepusht wird. Aber jetzt, wo ich noch so klein bin, werde ich natürlich alles annehmen, was ihr schreibt. Ich bin ja auch ein bisschen abhängig von euch, ihr müsst es ja auch
müsst ihr auch motiviert werden, meine Videos zu schauen, oder? Also ich brauche es noch, die großen YouTuber brauchen nicht, die werden ja automatisch zu mir geführt, zu einem, der groß ist. Aber zu mir, da müssen die Videos auch gefunden werden und so weiter. Und das könnt ihr am besten ihr selber machen, das kann ich für mich eigentlich nicht so gut machen. Weil meine Videos auch weniger gut gefunden werden durch die Nicht-Monetisierung. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also, wenn ich jetzt Geld dann zur Verfügung habe auf der Kreditkarte, also dass ich alles kaufen kann online, dann kaufe ich mehr Spiele, die jetzt nicht jeder so kennt und hoffe dann einfach noch ein bisschen mehr Zuschauer zu bekommen. Aber eben, ich bin ja erst jetzt gerade wieder gestartet, natürlich sind noch nicht gut Aufrufe da, das ist logisch. Und von euch erwarte ich eigentlich kaum etwas. Ihr seid eine Community und nicht irgendwelche Leute, die auf irgendwas gezwungen werden oder so. Alles ist frei bei mir. Na, hast du irgendwas? Ja. Sonst wird das Video 50 Minuten lang. Nee, ich hab, du kannst starten. Das machen wir am besten dann auch ein bisschen mehr in den Livestreams. Das Verstecken spielen und dann kommen eventuell auch mehr dazu. Weil sie sehen, ah, ich livestreame, also jetzt mache ich GTA Online an und finde dich auch. So. Aber meistens ist es halt einfach die Scheu. Also, ja, wenn man jetzt nicht gerade so erwartet, etwas zu finden, also mich zu finden, ohne. Und dann denkt er, lieber nicht zu ihm gehen oder so. Ich fühle mich jetzt nicht so gut oder so Sachen. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin einer, der eigentlich immer in den Livestreams von GTA Online dabei war. Zum Beispiel bei Genex, der hat echt oft Livestreams gemacht bei GTA Online. Und ja, der hat auch gefreut, dass ich immer wieder dabei war. Ich bin halt einfach ein mutiger Junge oder schon ältere. Ich weiß gar nicht, wo suchen. Bei den Pennern? Ja, hier hängt einer einfach auf dem Boden. Also liegt schon fast. Ich suche gerade dieses Gebäude. Was ist dort? Ja, hier ist die Statue gewesen, an dieser Stelle. Jetzt schaue ich auf die Map, damit ich sehe. Ja, hier ist die Grenze. So, hier ist das Krankenhaus. Ja, geht mal weg, bitte. Alle haben Angst, alle Sanitäter. Mega Angst gehabt. Wann haben die denn mal keine Angst? Ja, aber dass alle gleichzeitig auf die Seite gesprungen sind. Schon kommt. So wie ich dich kenne, bist du wieder irgendwo hinter einem Gebüsch. Das ist also so. Irgendwo, wo ich jetzt gerade kaum erwarte, dass du dort bist. Ja, lass dich überraschen. Ja, ich lass mich extrem überraschen. Weil du bist einfach ein Profi, versteck. Ja, ich würde den Mund nicht so voll nehmen. Wieso ist es ein schlechtes Versteck diesmal? Also wir hatten das öfters gemacht, einfach weil es ein bisschen motiviert hat, weiterzuspielen geht, ja. Weil es einfach locker ist, es ist ein mega lockeres Game. Verstecken. Und da haben wir beide eigentlich immer mega gute Verstecke gehabt. Ich hoffe, dass es jetzt einfach ein bisschen auffindbar ist. Weil ja, sonst geht das Video zu lange natürlich. Ja, es geht sowieso schnell zum Hochladen, also wir können jetzt wirklich ein extra langes Video machen. Lassen wir uns mal überraschen. Hoppla. Und es ist cool, es ist abhängig, wie wir uns finden. Also er hat mich gut gefunden, aber ob ich ihn jetzt gut finde, das ist das größte
Das dachte Ja, ich aber schon, es du kommt ja wärst hier bei in der dem Mülltonne Spiel drin. auf die. Wenn wir Verstecken spielen, kommt ja auf die Kamera drauf an und auf nichts anderes. Ja, Halt die aber ich Kamera kann dich einmal hier richtig besehen. und du findest ihn. Ja, aber wenn du hier einmal richtig mit der Kamera Ja. schaust, so hast du meistens den Anfang. Es ist leider sehr dunkel, also ich bin sehr. Also ich sage jetzt mal etwas, du bist nicht unter der Autobahnbrücke, die haben wir ja gesagt, nicht, weil die sehr, sehr verwinkelt ist. Habe ich auch extra nicht gemacht, weil ich dachte, das wird dann zu dunkel und ja. Irgendwann sehen die Zuschauer das auch nicht mehr, wenn ich da im dunklen Eck stehe. Okay, also ich denke, hier bist du nicht, hier ist es mega dunkel. Kann man hier rein? Die Tür ist richtig beleuchtet. Richtig falsch beleuchtet. Also hinter Mülltonnen ist eigentlich immer ein gutes Versteck, weil es so mega random ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du irgendwo hier bist. La la la. Ich glaube nicht, dass du hier beim Stripclub bist. Hier ist ein bisschen weiter südlich vielleicht. Ich schaue extrem nach oben. Also eine Treppe oder so und dann bist du da oben. Ich sehe dich sonst nicht. Jetzt bist du wahrscheinlich im Parkhaus oder so. Irgendwo so dazwischen. Nochmal auf die Map schauen. Ich kann noch ein bisschen südlicher. Denk dran, dass die Fiete nicht mal wieder nicht zu unterschätzen, weil es verwinkelt ist. Okay. Wo bitteschön ist es wirklich? Ja, es gibt hier diese ganzen Sackgassen und so. Also hier bin ich gewesen, muss ich nicht schauen. Oder könnt ihr nochmal schauen, damit ich dich finde? Oh. Aber es ist wieder ein bisschen Boden stecken geblieben. Rein. Aber hier war ich, glaube ich, schon. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo ich überall war. Und dieses Auto ist irgendwie komisch hier, also du irgendwo hier in der Nähe bist. Da nicht. Mysteriös. Also ein besseres Versteck als ich. Ist noch nicht unter der Brücke. Ja, ich denke langsam ein Tipp wäre gut. Hast du mich gehört? Okay, ist gerade weg. Er könnte ein Schlingel sein und sich verstecken. Bei mir, als ich am Suchen war, also begonnen habe. Und bist du fleißig? Ja, kannst du mir mal einen Tipp geben, bitte? Ich bin jetzt ziemlich schon überall gewesen. Ich habe dich wahrscheinlich übersehen und ohne Tipp kann ich mir jetzt nicht mehr so. Wie genau willst du den Tipp haben? So ein bisschen gebietsmäßig. Aber nicht allzu sehr. Also ich bin deutlich im Süden.
Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Vielleicht der ganzen Eck? Ja, also nicht komplett im Süden, sondern so zwischen Norden und Süden, so ziemlich die Mitte. Okay, was muss ich eigentlich nicht hier für eine Bestimmung suchen? Hier ist es nämlich ziemlich elektrisch, also sehr viele Details, die mit Elektro zu tun haben. Also hier habe ich doch gesehen, glaube die Penner sind hier. Sind sie nicht mehr hier? Das ist ziemlich verkettet hier. Ich hier zu finden, boah. Aber es ist recht spannend und cool. Ich zu suchen hier. Ich werde wahrscheinlich ziemlich überrascht sein. Ungefähr hier bin ich nicht. Nördlich des Krankenhauses. Dieser Brunnen ist so merkwürdig. Ne, ich bin, glaube ich, sogar deutlich. Also, ich bin mehr im Norden als im Süden. Sorry. Ist nervig, wenn man nichts sieht auf der Karte als Hinweis. Ja. Wenn man die ganzen Infogebäude nicht hat. Also hier ist das Parkhaus und ist ein Weg rein, der nichts weiterführt. Also hier bist du nicht. Nee, die Kiste ist jetzt wirklich zu sehr dicht an der Wand. Okay. Turn back. Ja, das Motorrad ist ein bisschen zu weit, zu lange. Schneid doch was ab. Ja, gerne. Schade, ich hätte lieber reinlaufen sollen. Ein bisschen schneller gehen. Tja. So, der Zuschauer, sorry für die kleine langweilige Szene. Ja, ich denke, ich brauche wieder einen Tipp, weil sonst finde ich dich kaum in ein paar Minuten. Also du bist vor maximal 5 Minuten so mega nah an mir gewesen. Mehr geht's gar nicht mehr. Okay. Vor 5 Minuten. Etwa. Das ist doch irgendwie dort, wo ich geschaut habe. Meinst du jetzt? Das ist dort, wo ich begonnen habe zu suchen. Also Richtung Norden hast du gesagt. Und vor 5 Minuten war ich ungefähr hier. In der Mülltonne, also in der Tonne dort. Nö. Also du bist schon mal jetzt wieder in der Nähe. Ja, ich merke gerade, dass hier alles umzäunt ist und deshalb wahrscheinlich ein gutes Versteck wäre. Aber also hier habe ich begonnen zu suchen. Also eventuell bist du im Parkhaus? Im Bus? Ich hab doch gesagt, es gibt viele Ecken und Kanten. Ja, aber ich muss jetzt zuerst auch drauf kommen, oder? Aus Ecken, Kanten. Kann es wirklich in so einem kleinen Behälter sein oder so? Sehr heftig, wie hier detailliert alles ist. Das ist also ziemlich gut gemacht im Versteck. Aber ich bin ja eigentlich ein Supersucher, weil ich schon sehr viel Erfahrung habe. Aber genau da. Dann wird man wahrscheinlich ein bisschen zu wenig detailliert suchen oder so. Man denkt, ja, so gute Verstecke sind eher woanders.
so die Sargsecken und Kanten, könnte wirklich, dass das Parkhaus sein, und ich bin einfach nicht an dieser Stelle hoch, sondern auf der anderen Seite. Also eben, du bist irgendwo dahinter, wo man jetzt nicht erwartet, dass du dahinter bist. Du wirst es garantiert nicht erwarten, dass ich da bin, wo ich bin. Könnte auch sein, dass du bei diesem Shop bist, bei diesem Laden da, wirklich. Du weißt, dass Tankstelle. Was? Sag nochmal deutlich. Du kommst in kein Gebäude rein, ne? Also in kein, Ja, aber einfach bei. Also du bist gerade immer mal wieder in meiner Nähe. Immer mal wieder, dann müsste es eigentlich westlich sein. Also hier ist dieser Taco-Laden. Immer mal wieder. Ich gehe nochmal kurz ins Parkhaus und gehe also rechts zurück. Ich glaube kaum, dass du hier bist. Dass ich wo bin? Im Parkhaus. Irgendwo an einer Stelle, an einer Ecke, wo ich jetzt nicht so sehe. Also du wirst dich ärgern, weil... Es war... Es war... Schon einmal sehr scharf, was du nicht gesehen hast. Ja, aber das ist das sehr schwer. Wieso ist hier ein Motorrad? Wieso sind hier zwei Motorräder auf der Seite? Keine Ahnung, die stehen schon. Ich hoffe, du bist nicht wieder unsichtbar. Es gibt nämlich einen Unsichtbarkeitsbug. Wenn du irgendwo auf unebenen Stellen bist. Oder auf wackeligen Stellen, weil... Ich bin auf keiner unebenen Stelle. Ich stehe... auf Beton. Ja gut, das hilft mir auch dann gerade so viel. Also ich höre dich... Ich habe dich gerade eben noch vor 5 Sekunden gehört. Vor 5 Sekunden? Also jetzt bin ich extrem verwirrt. Ich wette, die Zuschauer lachen schon. Ich glaube nicht, dass sie mich gesehen haben. Ja, dass du da hier irgendwo dahinter bist. Ungefähr hier. Ich weiß ja nicht, wo du meinst jetzt. Also vor 5 Sekunden war ich im Parkhaus. Tja, dann muss ich wohl im Parkhaus sein. Ja, aber wo? Es ist sowas von undetailliert hier und trotzdem kannst du dich gut verstecken. Hinter dem Parkhaus oder so? Nee. Deftig, ey. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du so einen Steck hast. Jetzt hätte ich eh gedacht, ich hätte einen Versteck, so, weil du nicht so gut ankommst. Es kann wirklich sein, dass ich dich so nicht sehe, weil du irgendwo in deiner Säule bist oder so. Das ist schon krass. Aber in meinem Versteck bist du nicht. Das wäre so unfair, nochmals in mein Versteck zu gehen. Ja, aber ich bin ja im Parkhaus. Eben bist du wahrscheinlich nicht im Parkhaus und daneben, aber ich weiß doch nicht wo. Ich bin wirklich versprochen im Parkhaus. Okay, im Parkhaus. Unter der Schanze. Ja. Oh. Ich wusste, ich hab's noch geprüft. Zu Fuß kommt man nicht hier runter. Deshalb dachte ich, du wärst auch nicht mehr runter, weil du nicht rauskommst. Also definitiv ein Versteck, das völlig unerwartet für mich ist. Da hast du mich richtig gut geprüft. Aber ja. Man denkt jetzt auch nicht, wie leicht diese Verstecke sein, die Dinge, aber das ist jetzt wirklich ein zu leichter Versteck für meine Qualität. Deshalb habe ich ihn nicht gefunden. Ziemlich gut, also eine typische Verarschung. Super. Bruder muss los. Ja. Die Kamera ist einfach mal sehr hinderlich gewesen. Ja, einfach da drüben. So, also dann beenden wir auch das Video. Machen es gerne, wenn es gut ankommt, weiter. Und wenn es nicht gut ankommt, machen wir es sicher dann auch mal in einem Livestream. Wenn mehr Zuschauer zuschauen oder so, also wenn es ein bisschen
Ich hab mich Oder verstellt. mitspielen macht es natürlich auch viel mehr Spaß. Und mein Motorrad ist jetzt gerade an einer Scheißstelle. Drago, Hä? schau mal auf den Sachs. Wo? Hinter dir. Der verrostete Pickup. Auf dem Ding oben? Auf was? Ich weiß nicht, worauf. So, hier ist ein Pickup? Ja, okay, du bist da drin. Auf dem Bus, also auf dem. Ah, oh, danke schön. Yeah. Aber ich wollte eigentlich mein Motorrad holen. Das ist immer noch da oben auf dem Hausdach. Okay, ja. Bin mal gespannt. Also, wir machen sich dann auch ein Quiz. Machen mal Verstecken, wir machen mal Deathmatch und so weiter. Und mal überlegen, Lebenskampf mit mehr Leuten, mehr zu zweit, das ist fast unmöglich. Wenn man nicht gerade so extrem gut mit Stellen klarkommt. Also nicht so gut in Deckung Ach kommt so. und so weiter. Und ja. Und wenn du auch Ideen hast, kannst du mich immer wieder kontaktieren. Machst du jetzt mal Ferien, gell? Also mein Motorrad ist leider lost. Ich kann nicht mehr. Es ist zu schön hier. Ah, so kann man hoch. Ja, ich bin oben. Das Motorrad ist unten. Yeah. Ich habe extra ein bisschen gezögert mit Schaden. So. Also, wir machen noch eine Cruising-Tour. Tschüss zusammen. Tschüss.